Für Stulpen? Ja, Stulpen an den Händen. Ich habe schwarze Stulpen. Die sind dunkelblau. Ah ja. Was ist das denn? Das sieht heute an ihr. Oder hier. Hast du die Schokoader am Wickel? Die öffne. Sehr interessant. Das sieht aus wie eine Maiskolbe, wie ich es gerade mache. Was sieht das aus? Da ist noch Schoko. Ein Auftrag kam gestern drin mit einem gebrochenen Lenker. Was ja, und der Rest, der Tollandrad war noch von vorgestern. Da. Mama, den. Die anderen Aufträge sind alle noch von vorgestern gewesen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, die ganze Zeit aufzuräumen, das ist eigentlich auch ganz gut. Auch mal ganz schön. Bin wieder mal am Müll sammeln draußen. Naja. Geht los, heute mal mit dem Scheck. So, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt noch. Das hat ein bisschen gedauert. Ist jetzt schon spät, die Mittagsglocken läuten schon. Also ein Scheck ist es nicht. Er hat mir definitiv gesagt, die Bremse bremst nicht. Da hat er recht. Wie die sich schon zieht, hört mal. Hört man die Nebengeräusche? Bestimmt. Und wie hier unten das Kabel aussieht, also der Zug muss erneuert werden. Der Bremsbelag ist auch am Ende. Da ist nicht mehr viel. Und hinten das Gleiche. Da ist der Zug. Naja. Da sieht der Zug ohne besser aus. Müsste man eigentlich auch tauschen. Aber bei Bremsbelag ist ja keiner mehr drauf. Das wird schon eng. Licht funktioniert auch nicht. Da muss ich erstmal sehen, was das ist, was das kostet. Und die Kette ist hier gerissen. Vielmehr schlecht repariert. Da ist ein falscher Pin drin. Hier ist er. Da ist ein Schaltkettenpin drin. In der Eingangskette. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Muss man aufnieten, neues Stück einnieten, fertig. Oder eben aufnieten und ein Kettenschloss ran, was noch besser ist eigentlich. Ja, so machen wir das Kettenschloss ran, ganz genau. Das mache ich jetzt. Ich mache als erstes mal das Aufnieten. Muss ich das kommentieren? Eigentlich nicht, wa? Ich meine, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich niete das jetzt halt auf, ne? Kommentarlos. Völlig kommentarlos. Ich sag dazu nichts. Wie Wolfgang sagen würde, ich sage nichts. Naja, ich sage nichts. Dann mal vorsichtig hängen lassen, nicht dass es noch auseinanderfällt. Jetzt kommt ein Kettenschloss rein. Ich packe schon aus. Alle kommentieren. So eine alte YouTuber-Krankheit offensichtlich, dass man muss ja denn auch wirklich alles kommentieren, was man macht. Ich stecke das hier rein. Ich verbinde. Achtung, ich verbinde. Wie früher beim Telefonamt. Hallo Amt, können Sie mich verbinden? Und in Laufrichtung verriegeln, entgegen der Laufrichtung natürlich verriegeln oder wie auch immer man es nennt. Also so, dass es, wenn man in Laufrichtung tritt und es irgendwo hinbleiben sollte, sich nicht öffnet, sondern er schließt. Na, also sprich, wenn man so tritt und das bleibt jetzt hier irgendwo hängen, dann darf der Schnapper nicht aufgeschoben werden so und die Kette dann aufspringen, sondern er muss quasi zugedrückt werden. Ja, natürlich, wenn man rückwärts tritt. Ja, aber eben vorwärts tritt man öfter als rückwärts beim Fahrradfahren. Was man natürlich jetzt gleich mal mitmacht, ist Kette spannen, ne? Und den Ständer festschrauben. Der ist ja alles so locker hier. Diese Ständer sind immer locker. Ich habe, glaube, noch die eh gesehen, der fest ist. Also zum Kette spannen, da habe ich ja schon mal ein extra Video gemacht. Ich schraube immer erstmal eine Seite locker, spanne. Richtet dann aus, indem ich die andere Seite locker. Sieht aber sehr gut aus. Sehr schön. Erst kurz den nachziehen hier.
Gut, haben wir. Kette ist gespannt. Bremsbeläge austauschen. Bitte. Zuerst vorne ein bisschen, dass er vorne zuerst ankommt. Also beliebig. So real. Naja, sag ja, so beliebig, so austauschbar, so ideal. Ja. Ach, der steckt Arbeit darin, das sehen wir jetzt nicht. Naja, so jeden Fall wahrscheinlich diese Sachen irgendwo mit ihren Partnern und. Naja, natürlich, klar, das ist ja diese, ja. Das ist ja das, was ich meine, diese Partnerschaftsgeschichte schon alleine immer. Alle Freundschaft plus ihr Wichse und. Qualität. Ja, das zeugt ja auch irgendwo von Freiheit. Ja, keine Verantwortung übernehmen. Ja, und das endet natürlich darin, dass man da die Grenze nicht mehr sieht und dann am Ende ist ja alles beliebig. Ob das jetzt die Partner sind, die austauschbar sind, am Ende sind es vielleicht sogar, ist es der minderwertige Umgang mit Leben allgemein. Und dann, ja, wo ist dann die Grenze? Ja, ja, dass du sagst, den finde ich scheiße, den bringe ich um, ist das am Ende, vielleicht. Auch das mit den Kindern, das ist ja das Schlimmste. Naja, das Schlimme, was wird den Kindern kriegen? Dass du dich über die Konsequenzen, wenn es überhaupt welche gibt, erst im Nachhinein darüber Gedanken machen halt. Also Malis und ihr Job. Ja. Und das Thema Abtreibung. Ja. Das finde ich ja ganz grauselig. Warum manche Leute ein Kind abtreiben wollen, fällt den einen irgendwann, oh scheiße, mir wird der schlecht in der Schwangerschaft. Ach Mensch, ey, mir wird der so schlecht, also ich würde lieber das Kind abtreiben lassen. Weil ihr schlecht wird in der Schwangerschaft. Sag mal, sind die alle bescheuert? Das ist dieser beliebige Umgang mit Leben, das ist doch ein Lebewesen. Das wird am Ende zerstückelt im Bauch und abgesaugt. Ja, ich meine, ja. Was, das, hä? Würden sie das ihrem Kind antun? Also, so. Ich verstehe das nicht, was ist los mit den Leuten und was ist, wenn die wirklich mal ein Kind bekommen? Ja, das ist, sehen die das dann genauso noch? Das ist halt wirklich schlimm, dass es halt durch die Medien kommt. Halt, ne? Und, also, ich komme damit nicht klar. Ich könnte das nicht. Es ist halt hier ein globales Handlungsnetz und so, oder was weiß ich, wie man das nennt, globaler Handel, aber das geht auch viel dazu bei. Globaler Beschiss? Weil, ja, diesen ganzen Bildproduktion, da macht sich doch ja niemand mehr im Kopf. Also, da entsteht doch viel mehr Wegwerfgesellschaft. Hast du Mahlzeit? Thomas, ist jetzt bei dir Mahlzeit um 11? Weiß ich nicht, ist Mahlzeit? Es ist Mahl. Mahlzeit. Bei dem ist er immer Mahl. Mahlzeit. Dann weg hier die Scheiße. Mach hin, Müllerchen. Jetzt bist du mal freundlich hier. Da. Jetzt machen wir eine Arbeitgeber. Arbeitgeber? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Arbeitgeber. Dennis! Ja, bringst du mal 100 Euro? Ja, meinst du das jetzt ernst, oder? Ja. Ja! Ich bin ja mit gleich. So, jetzt Arbeitsteilung. Ich freue mich so sehr. Warte mal, das kriegst du noch hier. Ja, noch mehr. Hast du den Blick gesehen? Na, was denn für ein Blick? Ist aber logisch, ich würde genauso kicken. Was denn jetzt? Ich ein 100er?
Na, wenn ich mal alles eingewinnen will. Und dann kurz vor dem Wochenende. Genau. Dann kann man die brauchen. Das wird ja sowieso das versoffen. Echt? St. Pellegrino. Da hab ich schon schön Wasser. Findest du auch, wa? Ja, ihr könnt es auch gut. Das ist das Wasser. Kostet zwar Geld, aber. Ja, aber dafür hast du was Gutes. Nee. Das ist schon ein Kind so voll. So, zwei Räder sind zurückgekommen, die gestern vermisst waren. Und die Leute, das ist unglaublich, die sind einfach nach Hause gefahren. Die eine ist nach Lissabon gefahren, hat das Rad hier gelassen und die andere ist überraschend abgefahren. Und dann hinterlassen sie einfach die Räder irgendwo und dann muss sich da irgendein anderer drum kümmern. Und ich stehe da. Ja, aber Gott sei Dank hat sich ja alles noch gewendet. Ja, auf alle Fälle. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was ich dir vorhin erzählen wollte. Nee, ja, wir waren beim Konsumverhalten der Menschen und da hast du dich gestern auch drüber unterhalten und naja, halt diese Globalisierung hin und her, schön und gut, aber die Wegwerfmentalität, die dadurch entsteht, das ist halt alle zum Kotzen. Ja, das stimmt. Also da waren wir stehen geblieben. Tja, also könnte man sich ja pausenlos auskotzen über das Thema. Nur am Meckern. Ja, wir sind nur am Meckern. Du kannst, mein Kanal kann man umbenennen in Mecker am Mecker jeden Tag. Nicht Mecker am Sonntag, sondern Mecker jeden Tag. Das ist ein reines Mecker. Ja. Verstehst du? Mecker. Das Mecker. Naja, kein Raum für niemand, wisst ihr. Wer wagt das Sitz für sich zu beanspruchen? Muss mir mal. Ja, mach mal. Ich muss mal jetzt versuchen, hinter diesem Regenfallrohr da eine Höhlung zu poolen. Das ist das Erste, was ich tun will. Jetzt hast du nicht verstanden, worum es geht. Bevor ich an dem senkrechten Rohr ein Loch mache, muss ich wissen, dass ich hinterher mit einem Bohrspinner oder mit einem Drahtrödel oder sowas ums Rohr rumkomme, damit ich auch eine Klappe wieder dran befestigen kann. Und das muss als Erstes passieren. Wenn das klappt, also brauchst du, sprich, du brauchst den, ja, und du brauchst den. Der ist gut. Hast du den anderen in etwas kleiner? Was, den hier? Ja. Danke. Das reicht dir? Natürlich. Ich will nicht die Wand aufstellen. Willst du den nicht doch mitnehmen, sonst läufst du ja nochmal. Das ist entweder Farbe und Putz oder ich lasse das bleiben. Bitte nicht kaputt machen, mein Antikhammer. Nee, achso, den da. Den Schusterhammer. Nein, das ist wertvolles Arbeitsinstrument. Abhauen willst du, jetzt fällt mir wieder ein. Oh, aber die Kamera dazu, weil ich wollte ja in die Kamera sagen. Also, erst einmal ein Typ. Na, jetzt sieht das wieder los. Erst einmal ein Typ da wegen Fahrradlichter. Oh, ja. Genau. Und er fand aber billig. Fahrradlichter, ich brauche Batterielichter. So, am besten billig. Ich sage, naja, billig habe ich nicht, ich habe nur jetzt gerade Qualität da. Die kosten 45 Euro das Set, sind aufladbar, via ja, USB, ja. Sowohl hinten als auch vorne. Weil ja hinten, sparen sie manchmal, sagen vorne ladbar, hinten Batterie, fertig. So, kostet 45 Euro und sind Straßenverkehrs zugelassen. Und er so, ja, nee, jetzt irgendwas Billiges, so diese Silikon-Dinger und so. Ich sage, naja, aber hier, das ist doch nachhaltig. Und guck so bei ihm im Wagen und deute quasi so auf sein Baby, was da so bei hat. Ich sage, das ist aber nachhaltig, ne? Ja. Aber das hat ihn nicht, das ist scheißegal den Leuten. Das ist den Leuten wirklich egal. Billig. Das ist immer noch diese Mentalität, diese ist nicht vom Mediamarkt geprägt, sondern das ist einfach nur vom Mediamarkt übernommen, so wie die Mentalität ist. Ne? Also Mediamarkt ist nun nicht an allem schuld. Na, diese Geiz ist geil Geschichte. Naja, das hat sich auch in den letzten 10 Jahren oder oder Saturn Jahren oder was erst entwickelt. Also in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, hat sich das aber extrem entwickelt, extrem viel verschlimmert. Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, 45 Euro dafür, für diese Z, sind immer noch lange nicht Fairtrade. Das ist immer noch zu wenig eigentlich, weil das, was die da produzieren, was die da rinballern, ist ja trotzdem, ist doch scheiße. Dann meinte er, ja, diese Silikondinger, die sind doch okay. Ich sage, naja, aber wenn du das reißt, diese Silikon, diese Strapsdinger da, die, ja, sind die Batterien, die da rummachst, ja. Ja, wenn die alle sind, dann schmeißt du das ganze Ding schmeißt weg. Schmeißt das ganze Ding weg. Du hast ja keine Batterien dafür, sondern du schmeißt das ganze Ding weg, weil die Batterien genauso viel kosten wie eine Öllampe. Ja, das ist doch scheiße. Also ich finde das nicht in Ordnung.
Ich würde lieber Qualität, irgendwas Gutes und so und na. Na, was auch you know, nachhaltig ist. Was man seinen Kindern vererben kann, ne? Wenn man hier hinten durch den Fahrradladen geht, ne? Die Carbidlampen-Mensch, ne? Ja, die sind schon durch 3 Generationen gegangen und würden immer noch funktionieren, würde es noch Carbid geben. Na, gibt's doch noch, kannst du nicht herkaufen. Nee, kannst du nicht freikaufen. Was? Muss man in der Apotheke laufen. Jetzt wollte ich hier, dachte ich, Brandbeschleuniger hat, um Bomben zu bauen. Ja. Jetzt ist es vorbei. Ja, super. An der Bremse, Mann. So viele Pausen immer dazwischen, jetzt muss ich immer alles schneiden am Ende. Langweilige Bremskabelreparatur. Tja, mit dem Thema Nachhaltigkeit, da ist es halt so eine Sache. Und dann steckt man halt so im Zwiespalt, wenn man irgendwie Geld verdient. Verdienen muss. So wie ich muss Geld verdienen. Allein nur um die Kosten zu decken. Das muss einfach sein. Bin ich denn fast schon genötigt, auch billigen Kram zu verkaufen? Nur kann ich das leider nicht mit einfach so. Also ich muss dann schon den Leuten sagen, Leute, wenn die mich fragen, kann ich nicht sagen, ja, das ist hier, oh, das ist was richtig Gutes. Das kriegt ihr nicht. Wenn die mich fragen, dann muss ich sagen, tut mir leid, also für den Preis kannst du aber noch nicht erwarten. Wie gesagt, das ist jeden Tag dasselbe, eigentlich dasselbe leidige Thema mit der Qualität. Aber man sieht es halt tatsächlich auch bei vielen Sachen am Preis einfach. Kauft man da was Gutes, kauft man da nichts Gutes. Künstlich teuer, ja, das ist was anderes. Ne? Und als künstlich teuer bezeichne ich nicht, dass die Händler noch eine Marge drauf haben. Das heißt nicht künstlich teuer. Das ist ganz normal. Das ist dafür, dass der Händler seinen Laden aufmacht und dafür, dass der Händler seinen Strom bezahlt und seine Miete bezahlt. Dafür ist die Marge des Händlers gedacht. Dafür, dass der Händler sich noch versichert, seine Angestellten hat und im Idealfall ist die Marge auch groß genug, dass er noch in die Rentenkasse einzahlen kann. Fällt ja alles weg mit dem Internet, ne? Also das halte ich nicht für eine künstliche Teuerung, ja, oder dass man es aufschlägt oder so, sondern das ist einfach schon mit einberechnet von den Herstellern. Deswegen gibt es eine UVP, wo das alles abgedeckt ist. Also in der Herstellung kosten alle Sachen. Da muss man sich mal im Klaren sein. Weniger natürlich, ungefähr 40-50% weniger, manche sind nur 30% weniger als am Ende im Verkauf. Alles andere muss, die anderen Leute müssen bezahlt werden. Es kann ja nicht sein, dass ein Teil in der Herstellung 10 Euro kostet und am Ende für 10 Euro verkauft wird, weil bevor es zu dem kommt, zu dem Kollegen, der da am Ende steht und das haben will, da stehen noch 3 andere Leute dazwischen, die alle ihre Dienste bezahlt haben wollen. Ganz einfach, so simpel ist es. Und da muss man dem Händler keinen Vorwurf machen, dass das im Laden teuer ist. Und umso kleiner der Laden, umso weniger Ausbeutung, umso fairer sind die Preise, eigentlich. Fair insofern auch dem Mitarbeiter oder dem Arbeiter gegenüber, der das eben gerade dort offeriert, anbietet, seine Dienste oder so. Ja. Fairness heißt nicht, dem Kunden immer den besten Preis zu bieten. Das ist nicht fair. Das ist meistens nicht fair. Das sieht man bei den großen Firmen wie Amazon oder Mediamarkt oder was auch immer. Das ist meistens nicht fair den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Das funktioniert nicht. Dann muss am Ende gespart werden irgendwo. Das ist scheiße. Also ich finde es nicht gut. Darüber sollte man mal nachdenken. Aber jeder auch, wie gesagt, denken wie er will und halten wie ein Dachdecker oder was auch immer. Gleich auf dem Bau. Unterbieten, unterbieten, unterbieten. Am Ende geht es zulasten der Qualität. Vielleicht bei verschiedenen Baustoffen, die man da nimmt. Da gibt es halt billig Baustoffe, die dann verarbeitet werden, für die der Preis für qualitätvolle Arbeit oder qualitätvolle Baustoffe genommen wird. Das ist genau das Gleiche. Man sieht es am Ende nicht. Man merkt es nach 5 Jahren.
vielleicht auch erst nach 10. Ja, und dann gibt es verheerende Geschichten. Ja, ja, ja. Der Meckerkanal. Oh, ich würde so viel verändern wollen. Geht wahrscheinlich nicht, kann man nicht, aber wenn wir uns alle zusammentun, dann könnten wir was verändern. Aber in Deutschland, wer tut sich denn da zusammen? Nee, da gucken sie alle nur auf ihre eigene Tasche, dass sie schön dick genug ist oder so. Jetzt mag es ein paar Idealisten geben oder so, ja. Aber die meisten, oft ist man sich selbst der Nächste, nach dem Motto. Es gibt so viel zu tun hier in Deutschland. Also kehren vor der eigenen Haustür und so, ne? Und alle denken aber nur an sich selbst, also noch kleiner, der Tiet nicht. Das fängt damit an, wenn ich die Straße fege und dann kommt irgendein People vorbei und schmeißt wieder irgendein Papier hin. Oder dann kommen irgendwelche Touris vorbei und ploppen da ihr Getränk auf und schmeißen den Korken irgendwo hin. Damit fängt das an. Kronkorken. Genau mit sowas, nur zu Kleinigkeiten. Nicht Achtung. Nicht das Auge haben dafür, dass andere Leute hier auch wohnen, dass das der Lebensraum ist von einigen Leuten. Das ist absolute Nichtachtung. Schmeißen irgendwelche Müll in die Baumscheiben drin, die wir gerade frei gemacht haben und so. Damit fängt es an. Im Grunde genommen mit Kleinigkeiten. Tja, man könnte wirklich viel verändern. Berufe sollten viel mehr geschätzt werden wieder. Das ist also diese Arbeit, die hinter so einem Beruf steht. Das sollte alles viel mehr geehrt, geschätzt werden. Das war früher gar nicht so schlecht. Da wurden noch so 2-3 Auszeichnungen, ja. So bei der Post zum Beispiel. Ne? Also, die haben sich ja zugeschmissen mit Auszeichnungen, aber es war vielleicht gar nicht so schlecht. So ein Belohnsystem. War einmal bei der Post gewesen hier in Neukölln. In den Neuköllner Kahn. Da war so ein Postmitarbeiter da. Der hatte so 2 Orden um. Also wenn ich so Fleißorden oder Mitarbeiter, 25 Jahre, 40 Jahre, ich hab keine Ahnung. Hat er auch gehabt, so 2 Orden von der Post. Finde ich witzig. Zum ersten Mal gesehen. Hey, Tram, war stolz drauf. Genau das brauchen die Leute. Anerkennung, Wertschätzung. Jeder braucht das. Habe ich hier eine Auszeichnung, eine Plakette. Habe ich hier im Laden hängen als Deko. Zum 50-jährigen Jubiläum in einer Schank, in der Gastronomie, in einer Schankwirtschaft. Ist so geil. Dann kriegst du denn so eine Plakette von Erinnerungen über euch. Ist doch toll. So was ist doch gut. Ein bisschen Ehrung, ein bisschen Anerkennung. Solltet viel mehr geben. Statt dieses die Maule immer. Dann sind die Leute doch viel glücklicher auch in ihrem Beruf und so. Die gehen viel lieber zur Arbeit. Im Endeffekt werden die Krankenkassen entlastet, ja, weil die lassen sich weniger krank schreiben. Und so Depressionen gibt es jetzt so viele. Die werden eher gebraucht, die Leute, auch wenn sie einsam sind, aber die haben ihre Erfüllung im Job. Ist doch toll, sowas. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, denn das stöhnt schon wieder rum. Was müssen wir haben da hier? Ja, nicht.
von Thomas. Kannst du sagen von Thomas? Ja, dein Geschenk von Thomas. Nein. Hallo. Ist sie noch gut? Ist nicht drin, dauert eine Weile. 25 Grad hier in der Sonne. Kriegst die Tür nicht zu. Du kriegst die Pfanne nicht. So sieht's aus. Mann ist das voll gestellt. Mann ist das voll. Na, ich wollte ja was verkaufen. Hab ja auch. Die Portemonnaies sind weg. Ja. Das, was ist denn hier? Was ist denn das andere Ding? Passt gleich hier. Oh, danke. Ich bin ja nicht so der Kohlenhydrate-Freund. Ach komm. Na, aber wenn es von dir kommt, dann lass mich doch mal ausreden. Dann gerne mal über den Boot. Kohle. Na, du sowieso. Hier haben wir einen grandiose Check. Ab. Licht läuft, Bremse läuft, Vorderradachse wackelt, hat Spiel wie Sau bei Nabendynamo. Das schaue ich mir jetzt näher an, das wird das Thema für heute von dem heutigen Vlog offensichtlich sein. Bis jetzt ist nichts Aufregendes passiert weiter. Ne? Das ganze Ding wackelt hier halt hin und her. Nicht unerheblich, also beugt das Teil aus. Licht funktioniert, das ist wichtig. Und da lernen wir mal selber alle dazu, was kann das sein? Konuslocker, natürlich, aber wie vorgehen? Ist ja ein Nabendynamo. Ist ja vielleicht doch nicht ganz so einfach daran zu kommen. Das alles und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich Tommy aus der Böckner wäre. Oh, oh. Achsmuttern ab, natürlich. Ist ja ein Ausbau. Bremse aushängen, natürlich. Ist ja ein Ausbau. Vorderrad raus, natürlich. Ach, und hier ist schon locker. Also hier sieht man schon, das ist schon handfest nur. Was das war? Oh, ist das langweilig. Wenn das das Thema war für den heutigen Vlog, wie soll ich denn das jetzt ausbreiten? Tja, liebe Leute, Konus einstellen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man hier rankommt, wie man das jetzt machen soll. Ich brauche dafür bestimmt jetzt eine Stunde Vorbereitungszeit und so. Und ich mache mal einen kleinen Schnitt. Oh Mann, das war echt, also das war eine Aufgabe. Ich muss dafür 30 Euro nehmen. Sag mal, Thomas. Fertig ist es. So einfach geht es. Sie konnte das jetzt richtig und das wart. Ja bitte, Herr Seidler. Was? Das ist ja schon gut, ja. Ja, ist so. Das ist ja wirklich nur Stufe, aber. Nein, aber was ist denn mit dem alten Schlauch, Hans? Willst du den nicht durchfädeln? Ja. Da will er ein Gespräch anfangen. Was so, bitte? Da will er ein Gespräch anfangen und ich hau ihm derweil ein Ohr ab. Das ist natürlich nicht nett von mir. What's the story here?
Die Story hier ist, that I need a Jigsaw. Nein, Jigsaw! Nicht schlecht. Gut, ne? Jigsaw Massacre. Massacre. Ja, nehmen wir. Gut, auch eine Industriesaw, ne? Hauptsache Saw. So. Ah, da, danke. Ja. Sehr schön. Danke. Achtung. Oh, passt schon. Ah, hochkommt. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist denn jetzt überhaupt mein Laufrad? Hier. Diese sehr anspruchsvolle Reparatur des Lagerkurses, die sich sehr in die Länge gezogen hat, weil ich nebenbei noch quatschen musste. Das werde ich natürlich dem Kunden 1:1 berechnen. Ne? Diese Arbeitszeit wird auf den Kunden umgeschlagen und wir befinden uns jetzt bei 15 Minuten bereits. 15 Minuten, das ist richtig Geld. Oder so. Naja, wird sowieso nicht nach Minute abgerechnet, sondern nach Lagerzeit. Also wenn ich jetzt das Rad quasi erst in 10 Tagen rausgebe, dann sind das 40 Euro für den Lagerkonus. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich jetzt laber gerade. Oh, Scheiße. Das wird jetzt gekontert. Fakt ist, der Lagerkonus wird jetzt natürlich noch gekontert. Er ist ja nur handwarm angezogen. Scheiße. Das ist das. Sehr schön. Läuft. Die gute Frau habe ich heute zum ersten Mal gesehen, ziemlich hoch. Und die wohnt da schon seit 15 Jahren. Na, die Daniela wohnt da schon seit, seit knapp 20 Jahren oder so. Die gehört da zum Inventar seit 10. Ich nehme nochmal dieses Teil hier. Ich muss nämlich noch hier das andere festschrauben. Ich habe überlegt, ob ich die Nummer einfette oder nicht. Aber ich werde erst ein neues Tretlager besorgen und dann. Das sind aber die Abzieher. Der was? Das sind doch die Abzieher. Das ist die Sicherungsmutter sozusagen. Nee, das ist der Selbstabzieher. Der bleibt drin. Und wenn du in die Schraube drehst, dann zieht sich das damit runter von dem Kurbelarm. Das ist der Selbstabzieher. Echt? Dafür ist er. Ich habe das zum Sichern. Weil nein, das ist der so Selbstaustria. Naja, aber dafür hat es auch den Vorteil, dass die Mutter nicht rausfällt. Das finde ich natürlich auch sehr egal. Ja, ja, naja, das ist doch ein Versuch drauf an. Nein, das ist doch dafür. Das ist doch dafür. Ja, 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 ja. Wo sitzt natürlich. Schlips und Kragen. Da gibt es keine Fragen, ja. Guten Tag. Ja, bitte. Was möchtest du denn dafür? Die Fünfer. Ja. Fünfer haben oder nicht haben. Na, Fotos haben oder nicht haben. Sehr schöner Eindruck, ne? Ja. Haben oder nicht haben macht 10. Gut angelegt macht 40. Dafür Apple-Aktien im richtigen Moment gekauft. Oder wie heißen die Dinger jetzt? Diese, ich habe keine Ahnung mehr von. Gibt es hier eigentlich noch diese E-Coins? Ach so, Bitcoins. Bitcoins. Ja, wohl auch. Sind aber nicht mehr allein vertreten worden. Soweit ich gehört habe. Halten wir nicht mehr ganz so, oder was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Entwicklung ist. Da gibt es ja hier drüben im Griffkiez irgendwie jemand, der sich sehr gut damit auskennt. Komisches Bett. Ist das ein rosa Helm, Anouk, oder? Ja. Ja.
Lederhose. Lederhose, Lederhose. Und der Bier gibt es auch noch. Die kosten die 5 Euro. Genau, das meint sie nämlich. Ne? Die haben da auch nicht wie das Kind ein Fahrrad oder irgendwas. Da muss man sich halt arrangieren. Der muss man den Kindern vielleicht auch beibringen. Muss man, das wäre dann Erziehung. Und wenn das irgendwie gut tut, dass sie vielleicht am Nachmittag dann dadurch weniger Stress hat, weil sie sich zwischendurch einfach selber ein bisschen schützen kann. Ach dann, Gott, das ist jetzt schlimm. Dann sollte man das machen. Ja, ich werde sie nächste Woche da vorstellen. Ha, ha, ha. Ich meinte, was meinst du, wie die reagieren werden? Ich so, dann lieber die Augen verdrehen. Ich schaue jetzt in die Koppe wieder. Hallo. Hier ist die Autismus-Therapeutin von Luan. So bestimmt. Wenn die zu Lumen irgendwie eul wären, dann gibt's Ärger mit mir. Also wirklich. Das darf auf keinen Fall passieren. Liebe Leute, Isla Bikes. Schöne Kinderräder. Das sind gute Kinderräder. Eigentlich. Hier ist ein bisschen. Na, schon ein bisschen gebraucht, ne? Das Schöne an den Rädern ist, die sind total leicht und die haben einigermaßen brauchbare Komponenten verbaut. Das finde ich nicht schlecht, aber die sind sehr schön leicht. Das ist wirklich das Hauptkriterium, warum ich diese Räder gut finde. Nun, Qualität der Teile ist auch nicht so schlecht. Hier schauen wir mal, hier war auch wieder ein anderer Fahrradladen dran, so wurde mir gesagt. Und der hat es nicht in den Griff bekommen, diese Schaltung, die ja siebenfach ist, auf siebenfach schaltbar zu machen. Wie ich sehe, ist das Schalt Auge verbogen. Das Schaltauge ist verbogen und dann kann es natürlich nicht gehen. Also man müsste jetzt das Schaltauge erstmal richten, das probiere ich mal. Abgeschnitten. Man kann ihn nicht gut greifen, um den zu spannen. Also das ist mir zu wenig, was ich da an Power habe, um den zu spannen. Die Lager sind zu fest eingestellt hier. Oh. Naja, das müsste komplett mal überarbeitet werden. So, ich sollte. Aufgabe war jetzt allerdings hier nur gängig machen. Schaltbar machen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Zieht, hat er den obersten Gang gesperrt. Da ist er doch. Und schwuppdiwupp haben wir alle. Haben wir alle 7 Gänge. Das war das zweite Problem, dass die Kette runterfällt. Also es ist tatsächlich so, dass die Kette runterfällt, liegt am Verschleiß auf dem Ritzel. Ne? Dann
merkt man, da schlägt die Kette zu doll. Dem kann man wirklich nur entgegenwirken, indem man die Kette kürzt. Ja. Ich wollte was dem meinem Vater fragen. Ja. So, es ist gleich 21 Uhr, aber ich mache jetzt hier noch einen Transportschaden. Hier ist ein Lenker abgebrochen beim Transport auf einem Gepäckträger. Also auf so einem Fahrradträger. Ist der Lenker verbogen und dann einfach weggebrochen. Einfach zerbröselt. Richtig schön, man sieht mit richtig viel Last wurde da hingedrückt und dann ein Knack. So, wieder nur. Ist denn das hier so hier? Knack. Flupp. Wird einfach getauscht, kommt ein neuer auf. Das mache ich jetzt noch schnell. Dann muss ich noch einen platten Reifen machen. Da ist alles zu spät heute zu kommen, ey. Von so einem Nachbarn, platter Reifen. Dit, hobelatte Sägerau oder was? Was ist denn dit, Alter? Boah. Was ist denn dit? Oh Gott, das ist jetzt ja wie ein Sägewerk. Vom Fahrradladen. So, jetzt mach mal hinne. Was ist los? Wie verbleiben wir jetzt mit dem Rad? Hat dein Bruder mit dir geredet? Ich meine, was soll denn das? Muss ich jetzt die ganze Familie schon aktivieren oder was? Also, Mann, ey, was ist denn los mit euch? Ich meine, das Kreuzberg ist ja eine schöne Aussage, aber das kann es nicht sein. Mach, meld dich. Ich gebe dir noch morgen früh Zeit. Und ansonsten muss ich das anzeigen. Ich habe das auf Video, wie du das Rad hier leist. Ja, also das ist doch totaler Schwachsinn. Das muss doch nicht sein. Ich meine, du weißt, wir arbeiten mit der Polizei auch zusammen. Was geklaute Räder angeht, das kannst du auch auf YouTube alles sehen. Und da bist du dann auch der größte Star. Also wie gesagt, überleg dir das. Immer hilfsbereit. Und immer zur Stelle. Um 22 Uhr noch hier und wechsel Schläuche. Echt, also. Weil ich irgendwie das Minus rausarbeiten muss. Macht euch mal gerade im Leben, ey. Wird mal sehen. Die Rechnung kommt. Ihr seid ja alle so gläubig. Die Rechnung kommt. Also da muss ich nicht gläubig sein, das wisst ihr. Das ist Yin und Yang. Das ist der Ausgleich im Leben.
der immer nicht schaffen wird. Die Rechnung kommt. Egal wie, egal wo, egal was, egal von wem und in welcher Form. Und wenn er ihn dann irgendwann widerfährt, irgendein Schicksalsschlag, egal wie ihr artet, ob Familie oder man selbst, ist ja völlig egal. Dann denkt man immer an so eine Sachen und denkt sich, Mann, ey, stimmt, ich war ja auch ein Arschloch. Klar. Wenn man immer nur rumhält, ey, warum passiert mir denn jetzt so was? Muss man immer fragen, ja, warum denn? Natürlich selber verursacht, war manche Sachen. So Karma-Geschichte. Weiß ich nicht, da glaube ich schon dran. Ich glaube immer, dass es einen Ausgleich gibt. Gut, böse. Das geht immer so ein bisschen hin und her. Eins darf nicht passieren, was mich wütend macht, ist halt wirklich, wenn ihr mir die Zeit raubt, die ich mit meinen Kindern verbringen könnte. Das darf nicht sein. Also das mal nur als Ansprache an grundsätzlich. Ja. Geht ja nicht gegen irgendjemanden, da guckt ja jetzt keiner zu von den Idioten oder so. Ja. Aber vielleicht irgendwann mal werden sie es sehen. Oder so. Das ist halt meine Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass es eine Gerechtigkeit gibt, eine ausgleichende. Das ist einfach so, um das Gleichgewicht in der Welt zu halten. Gibt es heiß, gibt es kalt. Das ist halt so. Kein Regen, woanders zu viel Regen. Aber Gleichgewicht. Das fängt bei solchen Dingen an. Bei Naturgesetzen. Und das ist ein Naturgesetz. Für mich. Eine ganz grundsätzliche Sache ist das. Das ist scheiße. Ihr könnt meine Kinder da oben lachen und schreien und spielen und machen und tun und ich stehe immer noch hier unten. Ihr könnt oben sein, könnt schon bei denen sein, könnt mit denen quatschen, kurz Präsenz zeigen. Ah nee, ich stehe hier unten im Keller und muss arbeiten, wie gesagt, weil es einfach nicht reicht. Weil eben, weil echt, es gibt wirklich Arschlöcher auf der Welt. Es ist halt so, das muss ich einfach so sagen. Die dann einem irgendwelche Räder wegnehmen oder so. Welche Räder klauen. Scheiße, einfach. So was Bescheuertes, ey, wo ich einen Service anbiete, ja. Nehmt euch doch ein Rad für 8 Euro am Tag. Also ist doch völlig legitim, völlig in Ordnung. Das hat da nichts damit zu tun in Kreuzberg oder sonst wo. Das ist einfach so. Nehmt euch doch ein Rad. Schaut euch das doch an. Berlin, fahrt doch rum. Seid doch mobil, ist doch überhaupt kein Thema. Aber dann rufe ich an und dann so eine Story, Alter. Ja, ich stehe meinem Kumpel vor der Tür, dem habe ich das jetzt geliehen, der meldet sich nicht. Ich rufe dich in 10 Minuten an. Alter, die 10 Minuten sind seit über 24 Stunden um. Was ist denn los? Was sind denn das deine 10 Minuten, oder? Mann, ey. Das ärgert mich so, ey. Vor allem so eine Arschnase. Soll er sich doch gerade mal sagen, ey, Alter, du, ich hab's verschickt oder was weiß ich, ey. Und der macht das irgendwie wieder gut oder was weiß ich? Nein, der zieht seine scheiß Familie damit rein. Der holt sich den Ärger mit der Polizei ins Haus, den ganzen Kladderadatsch. Von mir kriegt er halt eine Anzeige persönlich. Grundsätzlich wird vom Staatsanwalt auch nochmal eine Anzeige gemacht. Da hat er 600 Euro Verfahrenskosten, Minimum an der Backe. Alter, das ist doch das Rad nie wert. Ey, mal ganz im Ernst, das kostet 400 Euro knapp. Kannst du dir neu kaufen von dem Geld. Musst du Sozialstunden leisten und so einen Scheiß muss er dann machen. Oder was weiß ich denn? Oder er sitzt im Knast ab. Ja, hurra, yippie, ist ja total geil. Wahnsinn. Ist ja fleißig. Klapperkiste, meine Güte.
So, gut, haben wir. Das war's für heute. Bin noch dreckig genug jetzt. Gute Nacht, macht's gut. Bis morgen. Wir sehen uns. Ich muss noch einräumen, ich muss noch aufräumen. Ich habe noch viel zu tun. Also bis dann. Macht's gut. Ciao. So, liebe Leute, vielleicht machen wir das in Zukunft jetzt auch mal so, dass ich abends noch, weil ich habe schon wieder 9 Plus Nachrichten, dass ich abends jetzt auch mal einfach den Abend beende, indem ich hier, oder den Vlog beende, indem ich hier mir die Nachrichten angucke mit euch zusammen im Grunde genommen und eventuell darauf reagiere oder nicht. Mal gucken. Ne? Vielleicht machen wir das mal so, ich habe 9 Plus Nachrichten, ich schaue mir das mal an, was das jetzt hier alles ist. Da klicke ich dann hier auf und sehe einen neuen Abonnenten. Danke, Rufen. Speedtreiber hat folgenden Kommentar abgegeben. Aus dem Norden Berlins, herzliche Grüße. Sehe jetzt jeden Tag eine schöne Portion Fahrradsalon mit einem Kaffee dazu. Sehr entspannt, danke. Danke auch dafür, ja, das ist toll. Kitty Catty, Kommentar abgeben, zu wenig. Kannst du ja auch nicht nehmen. Hast schon recht, es ist ja deine Zeit und ihr müsst ja Miete und Strom zahlen. Miete und Strom müssen wir zahlen, das ist richtig klar, das muss jeder. Aber wie gesagt, das ist es ja, da muss man... Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich kann natürlich nicht so wenig Low-Budget-Reparaturen machen, weil, also mache ich oft genug. Ich mache oft genug mal was nebenbei. Ja, und so. Und ich meine, ich glaube, für so Nebenarbeiten nehmen manche auch einfach Geld und dann kommen sie am Ende auf eine ganz andere Summe noch als das, was ich von vornherein dann schon ansage. Da sage ich lieber von vornherein ein bisschen mehr und am Ende wird es eventuell sogar weniger. Meistens ist es aber auch ein gerechtfertigter Preis, muss man sagen. Ich komme mir schlecht vor, schon beim Hollandrad so viel aufzurufen. Aber ja. Ich hoffe, die geben die Räder noch zurück. Die wollen sicherlich auch, wenn jemand was ausleiht, dass es zu ihnen zurückkommt. Ja, genau, das ist ja die Sache. Wenn man was verleiht, dann möchte man das doch auch selber auch zurückbekommen. Also man soll nur in den Wald so hineinrufen. Er schallt natürlich so aus dem Wald, wie man hineinruft. Also im Grunde genommen, genau so wie ich behandelt werden möchte, sollte ich doch meine Umwelt auch behandeln. Ja. Die Farbe des Schwinds, herrlich, inklusive Linierung, top. Das stimmt, ist leider nur Nachbau. Hey Tommy, danke für den Tipp mit dem Schlosser zum Kurbelschweißen. Hat Duty klappt und war günstiger als jeglicher Ersatz. Auch mein Mudirad, was hat sie da geschrieben? Den muss ich nochmal so aufrufen. Das ist jemand, der war offensichtlich im Laden. Auch mein Mudirad mit Herrenrahmen freut sich über diese lebensverlängernde Maßnahme. Grüße, ja. Danke dir auch. Habe ich gleich mal ein Gefällt mir hintergeklickt. Kriegst ein Herz von mir. So. Dann gucken wir mal weiter. Moin Tommy, vielleicht musst du irgendwie einen Pfand einrichten, was man zurückbekommt, wenn man das Fahrrad zurückgibt, sprich, wenn die Mietdauer zu Ende ist. Ja, das habe ich überlegt, aber man muss dazu sagen, es sind ja wirklich wenig Leute und ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt die abschrecken würde. Ich meine, er hat mir ja seinen Ausweis gegeben, zum Beispiel jetzt der eine Kerl, den ich habe, der hat mir seinen Ausweis gegeben und alles, ja. Und hat sich ja nackig gemacht. Das ist denen, glaube ich, auch egal. Die zahlen auch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte ich es bei dem machen sollen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, pass auf, ja, krieg Kaution. Ein Fuffi und ein Ausweis oder ein 100er. Vielleicht muss ich das nächste Mal machen. Bei denen, zumindest bei den Personen, wo ich denke, da könnte was, ne, im Argen sein.
Ja, das war's schon. Und ansonsten sind ein paar Abonnenten dazugekommen, habe ich gesehen. Ja, wie gesagt, danke dafür an Ruven ist Abonnent, Jörg ist der ist ein neuer Abonnent. Das ist das, was mir hier angezeigt wird. Die anderen nicht, alle werden hier angezeigt. Danke dafür. Ja. Wir haben 540 Abonnenten. Super. Also ich würde sagen, jetzt mache ich Schluss, weil jetzt muss ich das hier alles sichten, schneiden, hochladen. Es ist 22 Uhr jetzt. Ich beginne.